Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6, zweite Lesung, Gesetzentwurf der Landesregierung, Gesetz zur Änderung des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit und andere Rechtsvorschriften. Ich bitte den Berichterstatter, Herrn Kollegen Hoffmann, um den Bericht aus dem Innenausschuss. Bericht und Beschlussempfehlung des Innenausschusses zum Gesetzentwurf der Landesregierung, Gesetz zur Änderung des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit und andere Rechtsvorschriften, Drucksache 20.088. Der Gesetzentwurf war dem Innenausschuss in der 18. Plenarsitzung am 4. September 2019 nach der ersten Lesung zur Vorbereitung der zweiten Lesung überwiesen worden. Der Innenausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 16. Sitzung am 28. November 2019 beraten und eine Beschlussempfehlung an das Plenum ausgesprochen. Beschlussempfehlung. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Abstimmungsergebnis. Dafür CDU, Bündnis 90 die Grünen, SPD, Freie Demokraten dagegen, AfD, bei Enthaltung DIE LINKE. Vielen Dank. Vielen Dank für den Bericht. Erste Wortmeldung, Kollege Ullert von der SPD, der heute keine zweite Runde als Schiedsrichter machen wollte, sondern jetzt zu den Kommunen spricht. Sie haben das Wort. Wir hatten vereinbart 5 Minuten, aber eben hat man schon gemerkt, man kann es auch meistens kürzer fassen. Mal sehen, ob wir das hier auch schaffen. Herr Präsident, zumindest werde ich keine Nachspielzeit anzeigen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir befassen uns heute in zweiter Lesung mit dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit und mit dem Datenverarbeitungsverbundgesetz, da beide bis zum Ende des Jahres befristet sind. Das KGG bildet den Rechtsrahmen für interkommunale Zusammenarbeit in Hessen. Das Datenverarbeitungsverbundgesetz dient als Rechtsgrundlage für die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung und die kommunalen Gebietsrechenzentren. Neben kleinerer redaktioneller Klarstellungen geht es im vorliegenden Gesetzentwurf zum KGG im Wesentlichen in § 21 um die 20-jährige Mindestmitgliedschaft ohne Kündigungsmöglichkeit, die so, abgesehen von der Kündigung aus wichtigem Grund, aktuell noch gilt. Diese soll nun auf 10 Jahre herabgesenkt werden, um für interessierte Kommunen weniger abschreckend zu wirken. Um gegebenenfalls die Folgen für die verbleibenden Mitglieder abzumildern und um mehr Zeit für die Auseinandersetzung zu haben, wird im Gegenzug die Kündigungsfrist von 1 Jahr auf 2 Jahre verlängert. Damit wird das Ausscheiden für eine Mitgliedskommune aus dem Verbund oder aus dem Verband zukünftig grundlegend erleichtert. Wir glauben, dass diese Veränderungen zur gesteigerten Attraktivität der interkommunalen Zusammenarbeit beitragen. Folgerichtig soll nach dem Gesetzentwurf nunmehr auch in § 9 Absatz 2 KGG Ergänzungen zum Mindestinhalt einer Verbandssatzung festgelegt werden, wonach künftig zusätzlich Regelungen zur Auseinandersetzung und zur Kostentragung für ausscheidende Mitglieder vorzunehmen sind. Zudem erhalten Mitgliedskommunen einen größeren Spielraum bei der Aufgabenwahrnehmung durch den Gemeindeverwaltungsverband. Die Entfristung des KGG hat die Arbeitsgruppe Verwaltungsvereinfachung zugestimmt. Wir halten das für richtig, weil das KGG sich bereits über 5 Jahrzehnte hinweg bewährt hat und in regelmäßigen Abständen überarbeitet wurde. Die vorliegenden Anpassungen sind also insgesamt recht ausgewogen. Und deshalb stimmt die SPD dem Gesetzentwurf zum KGG zu. Gleiches gilt auch zu dem Entwurf zum Datenverarbeitungsverbundgesetz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das hat auch damit zu tun, weil nach Beschluss der Landesregierung vom 6. Mai eine Regierungsanhörung durchgeführt worden ist und bei der insbesondere die kommunalen Spitzenverbände angehört wurden. Die Anhörung ergab dabei eine sehr breite Zustimmung für den Gesetzentwurf der Landesregierung. Aus den Stellungnahmen geht deutlich hervor, dass die vorangehenden Anmerkungen und Stellungnahmen der Spitzenverbände offenbar weitestgehend berücksichtigt worden sind
und im Gesetzentwurf eingeflossen sind. Jetzt könnte ich im Grunde einen Punkt setzen, kann ich aber leider nicht, weil so eindeutige Ergebnisse einer Anhörung im Hessischen Landtag und von der Hessischen Landesregierung nicht immer in dieser Weise behandelt werden. Und es wird Sie wahrscheinlich nicht wundern, dass ich auch für den Zeitraum Mai noch eine andere Anhörung im Blick habe. Die war nämlich am 9. Mai genau hier im vollen Saal zu den Straßenbeiträgen. Da gab es ein völlig anderes Bild. Da gab es auch kommunale Spitzenverbände, die gleichen, die auch eine Position haben, die aber nicht ganz der entspricht von Schwarz-Grün. Uns ist das klar, warum Sie das anders behandeln. Das liegt schlicht und ergreifend bei den Straßenausbaubeiträgen daran, dass das von der kommunalfreundlichsten Partei hier im Hessischen Landtag eben vorgebracht wird. Das ist die SPD und nicht von der Landesregierung. Während man in Bayern kurz vor der Landtagswahl 2018 noch die Kurve gekriegt hat und letztendlich die Straßenausbaubeiträge abgeschafft hat, dürfen Hessinnen und Hessen vor allem in den finanzschwachen Kommunen weiter zahlen. Die sind dann oftmals sowieso von hohen Grundsteuerhebesätzen betroffen und dürfen eben das ausbaden, was andere Länder sinnvoller lösen. Wir können ja auch mal Richtung Bayern schauen und nicht immer in irgendwelche anderen Länder, wie Sie das gerne machen. Schauen Sie mal nach Bayern, die haben es gut vorgemacht. Wir jedenfalls hoffen darauf, dass wir irgendwann auch hier in Hessen mal die allgemeine Einsicht haben, dass die Straßenbeiträge abzuschaffen sind. Eins können wir Ihnen schon einmal versprechen. Wir freuen uns auf 2021. Da steht eine Kommunalwahl an. Und da gibt es dann die Quittung. Wir machen in dem Thema weiter. Versprochen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Als Nächster Herr Martens Hoffmann von den Grünen, der schon einmal hier vorne war und berichtet hat. Danach kann sich schon einmal bereithalten Herr Steinruth von der CDU. Sie haben das Wort, Herr Kollege. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Ulert, ich habe den Eindruck, ich habe irgendwo meinen Zettel liegen lassen, und Sie haben den Teil abgeschrieben, weil ich kann mir das jetzt eigentlich ersparen oder einen großen Teil ersparen dessen, was Sie gesagt haben, bis zu dem Punkt der Straßenbeiträge. Lieber Herr Kollege, hier geht es um das KGG, und das ist das Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit. Das Basis ist für die Zusammenarbeit der interkommunalen Zusammenarbeit der Kommunen. Das hat jetzt beim besten Willen nichts mit den Straßenbeiträgen zu tun, weil das entscheidet jede Kommune für sich. Und wenn Sie schon einmal Bayern erwähnt haben, ich habe neulich mit dem bayerischen Kollegen gesprochen, wie es denn so läuft, und er sagte, die Kommunen haben größte Probleme, weil die zur Verfügung gestellten Gelder nicht ausreichen, und das gibt innerhalb der Kommunen oder sorgt für Unruhe innerhalb der Kommunen. Nur so das zu dem Thema Straßenbeiträge. Ja, ich möchte mich jetzt nicht unbedingt noch einmal wiederholen. Das Gesetz gibt es seit 50 Jahren. Die Notwendigkeit ist unbestritten, denke ich. Das habe ich jedenfalls so im Ausschuss wahrgenommen. Es wurde ja auch schon vorgetragen, die Novellierung wurde unter Zuarbeit der kommunalen Spitzenverbände vorgenommen. Die sind auch sehr zufrieden damit. Anhörung wurde durchgeführt, alles wunderbar. Ich bitte einfach um Zustimmung des Gesetzes, und so sparen wir uns viele Debattenzeit. Und wir haben noch etwas vor heute Abend. Danke. Vielen herzlichen Dank. Ich darf nur die Besuchergruppen und insbesondere die Besucher, die so ein bisschen hinter uns und über uns sitzen, bitten. Wir sind ein bisschen gewöhnt, dass wir gerade auf Stühlen sitzen und uns nicht über die Reling zu sehr bitte hängen. Das ist auch gefährlich für alle und sieht auch nicht so besonders gut aus. Als Nächstes Herr Steinruth. Da ist er. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Städte und Gemeinden Hessens sind das Fundament unseres Landes. Es versteht sich daher von selbst, dass wir als Land unseren Kommunen die bestmöglichen Rahmenbedingungen setzen, damit sie im Sinne der Subsidiarität und in der kommunalen Selbstverwaltung handeln können. Eine dieser Vorgaben durch das Land ist das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit und das Datenverarbeitungsverbundgesetz. Da beide Ende dieses Jahres auslaufen, behandeln wir diese heute. Wir sind, wie die Landesregierung, der Meinung, dass sich beide Gesetze bewährt haben. Es sind gute Gesetze, das sehen auch der Hessische Städtetag, der Hessische Städte- und Gemeindebund sowie der Hessische Landkreistag so. Deshalb sollen sie
abgesehen von einigen Aktualisierungen, fortbestehen. Daher haben wir uns Gedanken über eine praxistaugliche Weiterentwicklung des KGG gemacht. Hier wäre ein Punkt bei Zweckgemeinschaften zu benennen. Zweckgemeinschaften, z.B. bei der Personalüberlassung oder bei der Zusammenarbeit im Bereich der Abfallentsorgung, Abfallend- und Wasserversorgung. Gemeinden, die einen solchen Zweckverband gründen, müssen nicht mehr extra neue Mitarbeiter einstellen, sondern sollen künftig einfach und unkompliziert ihre bisherigen Mitarbeiter für den Zweckverband abberufen können. Das spart nicht nur Geld, sondern auch Zeit, und der bürokratische Aufwand wird entsprechend gemindert. Auch ermöglichen wir es den Gemeinden eines Zweckverbandes, künftig einfach und schneller aus diesem wieder austreten zu können. Denn nichts kann unnötiger sein als ein langjähriger Prozess der Trennung bzw. des Ausscheidens aus einem Zweckverband. So sollen es statt bisher 20 Jahren Mitgliedschaft nun nur noch 10 Jahre sein, und bei einer zweijährigen Kündigungsfrist kann das Ganze dann auch wieder beendet werden. Auch muss künftig die Verbandssatzung über einen Mindestinhalt verfügen, welcher Regelung für das ausscheidende Mitglied vorsieht, damit einfach das von vornherein klar ist und es nicht zu einem, ich sage jetzt mal, so eine Art Brexit kommt. Besonders der Punkt der Kostenfrage muss daher in die Verbandssatzung aufgenommen werden, damit es später kein böses Erwachen oder gar Rechtsstreitigkeiten gibt. Dann ermöglichen wir es den Kommunen künftig, bei bestehenden oder zu gründenden Gemeindeverwaltungsverbänden die Aufgabenwahrnehmung dieses Verbandes zu erhöhen. Sprich, die Gemeinden können mehr als derzeit einzelne Kompetenzen an den gemeinsamen Verwaltungsverband übertragen. Das Land verzichtet zudem auf Vorgaben bei diesen Aufgabenübertragungen. Somit geben wir den Kommunen deutlich mehr Raum für eigenen Spielraum und für ihre Kompetenzen. Wir halten das für sehr wichtig, denn wir wollen nicht Maßregeln, sondern wir vertrauen den Städten und Gemeinden unseres Landes diese Eigenverantwortung zu. Auch hier soll die Möglichkeit zur Nutzung von Synergieeffekten maximal, aber freiwillig ausgenutzt werden. Das spart Geld und gibt den Kommunen einen größeren finanziellen Spielraum für andere Investitionen oder Maßnahmen. Der Punkt des Datenverarbeitungsverbundgesetzes bleibt bestehen. Es finden nur geringe redaktionelle Änderungen statt, denn auch dieses Gesetz hat sich bewährt und soll daher verlängert werden. Sehr geehrte Damen und Herren, werte Kollegen, ich fasse zusammen. Das KGG und das DV-Verbundgesetz haben sich in den vergangenen Jahren einfach bewährt. Wir wollen den Zweckverbänden noch mehr Rechtssicherheit geben, sowohl bei der Mitarbeiterabberufung als auch beim Ausscheiden eines Mitgliedes. Wir wollen Gemeindeverwaltungsverbände bürokratisch und somit auch finanziell entlasten. Wir wollen den Gemeinden der Verwaltungsverbände die Möglichkeit geben, die Aufgabenverteilung selbst untereinander zu regeln und zu bestimmen. Und wir wollen die Gesetze daher verlängern, und ich bitte daher um Ihre Zustimmung. Vielen Dank, und wir haben 2 Minuten gespart. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege. Herr Schaus ist der Nächste, und er darf zu uns kommen und sprechen. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das vorliegende Gesetz besteht ja aus 4 Veränderungsteilen, nämlich der Fortgeltung des KGG und des Datenverbundgesetzes, der Anpassung der Regelung zu Zweckverbänden, der Erweiterung des Katalogs und Mindestinhalts von Verbandssatzung und, wie es heißt, der Einräumung eines größeren Spielraums bei der Aufgabenwahrnehmung durch einen Gemeindeverwaltungsverband. Bei den ersten 3 genannten Punkten geht es in der Tat um Veränderungen, die notwendig und sinnvoll sind. Bei dem 4. haben wir zumindest mal ein großes Fragezeichen und mögliche Befürchtungen. Und genau deshalb will ich das noch einmal erläutern. Sie schreiben in der Begründung zu Ihrem Gesetz, ich darf zitieren, zu Artikel 1 Nummer 16, also zu der Veränderung im § 30 des Kommunalen Gemeinschaftsgesetzes folgendes. Zitat: Im Unterschied zum Zweckverband gemäß § 5 fortfolgende KGG kann ein Gemeindeverwaltungsverband nur von Gemeinden gebildet werden. Zudem beschränkt sich das Tätigkeitsgebiet eines Zweckverbandes in der Regel auf ein bzw. wenige Aufgabengebiete. Jetzt kommt's. Hingegen können im Rahmen eines Gemeindeverwaltungsverbands alle Aufgabenbereiche der Gemeinde zusammen erledigt werden. Weiter. Immer noch die Begründung zum Gesetz an dieser Stelle.
Der Gemeindeverwaltungsverband ist ein Konstrukt der innerkommunalen Zusammenarbeit, welche schon seit 48 Jahren im KGG verankert ist, lange Jahre jedoch überhaupt nicht beachtet wurde und erst vor 10 Jahren wieder für kleinere Kommunen in den Fokus rückte. Die bisherigen Anwendungsfälle erfordern eine Anpassung und Modernisierung der gesetzlichen Regelung im KGG. Die bisherige Aufgabenlegitimierung in Absatz 3 und 4 entfällt, um den Mitgliedskommunen einen größeren und flexibleren Spielraum zu schaffen. Das kann man sagen, immer noch ganz gut. Und dann kommt an anderer Stelle, auch Zitat aus der Gesetzesbegründung, damit kann letztlich auch eine attraktive Vorstufe zur Fusion von Gemeinden geschaffen werden. Und genau da sind wir an dem Punkt. Wir hätten es sehr gerne gehabt, dass dazu eine Anhörung und nicht nur die Regierungsanhörung stattgefunden hat, um mit den Praktikerinnen und Praktikern darüber zu diskutieren, ob unsere Befürchtung, dass mit dieser Gesetzesnovellierung an einer scheinbar unscheinbaren Stelle der Fusion von Gemeinden, ob auf freiwilliger oder weniger freiwilliger Basis, Vorschub geleistet werden. Denn nun will ich die Unabhängigkeit des Hessischen Rechnungshofs und seines Präsidenten überhaupt nicht infrage stellen. Aber es gibt hier sozusagen einen zeitlichen Zusammenhang, der durchaus von Interesse ist. Weil am 8. November war zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung Folgendes nachzulesen. Hessen, ich zitiere wieder, Hessen oberster Kassenprüfer mahnen, wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit mehr freiwillige Gemeindefusionen von kleinen Kommunen an. Rund die Hälfte der 444 hessischen Kommunen hätten weniger als 8.000 Einwohner, sagte der Präsident des Landesrechnungshofes. So, und die kleinen Kommunen sollten aber, an anderer Stelle heißt es in der Presseerklärung, sollten aber auch über freiwillige Gemeindefusionen nachdenken. Und genau da ist der Zusammenhang. Und deshalb können wir diesem Gesetzentwurf auch nicht zustimmen, sondern wir werden uns der Stimme enthalten, weil genau diese Frage, inwieweit hier durch eine möglicherweise unscheinbare und auch zumindest nicht so gewollte, ja, also nicht so im Fokus stehende Gesetzesnovellierung, was Gemeindeverbände angeht, die gesamte, weil ja möglich ist, jetzt die gesamte Aufgabe einer Kommune sozusagen in einen Gemeindeverband zu verlagern, heißt dies nicht, kann dies nicht anders bedeuten, als wenn dann zu einem späteren Zeitpunkt zum Beispiel etwas mehr Druck aufgebaut wird, dass dies dann eben nicht mehr nur freiwillig erfolgen wird. Genau das ist unsere Befürchtung und deshalb unsere Enthaltung. Vielen Dank, Herr Kollege Schaus. Es liegt uns jetzt noch eine Wortmeldung des FDP-Abgeordneten Hahn vor. Die lässt der Präsident nicht zu. Und die AfD hat sich auch nicht gemeldet. Damit ist keine Wortmeldung mehr da. Herr Innenminister, Sie haben das Wort. Ich habe Sie vorgewarnt. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich kann den Kollegen, die sich befürwortend zum Gesetz geäußert haben, nur zustimmen. Es ist korrekt referiert worden, was im Gesetz sozusagen geregelt wird. Herr Kollege Schaus, ich kann Ihre Bedenken zerstreuen. Die Kabinettsvorlage habe ich am 20. August dieses Jahres unterzeichnet. Die Presseberichterstattung vom 8. November konnte darin noch nicht einfließen. Deswegen kann ich Ihnen sozusagen oder kann ich Ihnen zusagen, dass Ihre Befürchtungen an dieser Stelle zerstreut sein dürften. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir ausschließlich freiwillige Zusammenschlüsse seitens der Koalition befördern. Allerdings, das wollen wir befördern. Das tun wir mit diesem Gesetz. Das tun wir übrigens auch durch die Änderungen, die wir heute Mittag miteinander besprochen haben bei der HGO. Aber es geht immer nur um freiwillige Zusammenschlüsse. Ich wäre Ihnen dankbar, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie diesem Gesetz zustimmen wollen. Und, lieber Herr Kollege Ullert, die Frage der Straßenausbaubeiträge sind in dem Gesetz nicht geregelt. Insofern brauche ich dazu nicht, mich weiter auszulassen. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank, Herr Staatsminister.
Jetzt habe ich doch noch eine Wortmeldung von Herrn Lambrou provoziert, aber er hat gesagt, eine Minute, also 1,30. Bitte. Sie haben 5 Minuten Redezeit. Nee, ich mache es ganz kurz. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte nur kurz mich den Ausführungen der Vorredner anschließen. Die AfD-Fraktion wird auch entsprechend der Empfehlung der Kommunalen Spitzenverbände diesem Gesetzentwurf zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Keine weiteren Wortmeldungen. Der Minister hat gesprochen. Damit kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Gesetzentwurf in zweiter Lesung seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Wer ist dagegen? Enthaltung. Wie angekündigt, Zustimmung aller Fraktionen bei Enthaltung der Fraktion der Linken. Damit ist das Gesetz angenommen und hiermit zum Gesetz erhoben.